Nach ihr ist Andreas Kühberger, ebenfalls von der Volkspartei, am Wort. Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Es ist eine außergewöhnliche Zeit, in der wir gerade leben. Wir in Österreich befinden uns im Lockdown und unsere Bundesregierung hat diesen Lockdown gemacht, weil er notwendig war. Weil er notwendig war für das Gesundheitssystem und weil wir dadurch auch sehr viele Menschenleben retten. Und deshalb, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich Sie, auch genauso wie beim Kampf gegen das Coronavirus, dass wir auch beim Kampf gegen den Klimawandel zusammenhalten. Und darum ist es auch wichtig, vor allem um die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln und dass hier viele Förderungen und Maßnahmen auch hier mit den Klima- und Umweltschutzmaßnahmen verknüpft werden. Dementsprechend ist das auch im Budget niedergeschrieben und abgebildet. In diesem Kampf haben wir auch sehr viele Punkte erkannt, die auch wichtig sind. Zum Beispiel ein Punkt: Eine sichere Energieversorgung darf nicht auf Kosten der Umwelt und des Klimas gehen. Aber ein weiterer Punkt ist auch, dass eine sichere Energieversorgung nicht auf Kosten der Ernährungssicherheit gehen darf. Und darum muss der Fokus bei der Energiegewinnung auch bereits auf vor allem versiegelten Flächen liegen. Und mit der geplanten Umstellung auf erneuerbare Energieträger kann hier, und davon bin ich fest überzeugt, Österreich auch eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Und wir haben in Österreich vor allem diese Voraussetzungen, Energie auch selber zu erzeugen. Wir haben Holz, wir haben Wasserreichtum, wir haben aber gute Voraussetzungen für die Windenergie und für die Sonnenenergie. Wir müssen aber da auch vor allem schauen, dass diese Wertschöpfungen auch in den ländlichen Räumen draußen bleiben. Bei den Bauern, bei den Klein- und Mittelbetrieben, bei den Menschen, die dort leben und arbeiten. Auch wir in der Landwirtschaft und auch als Bürgermeister, wir, die Gemeinden, werden hier natürlich auch unseren Beitrag leisten. Mit dem vorliegenden Budget können wir auch sehr viele innovative Projekte umsetzen. Und ich bin davon überzeugt, vorhin gab es ja auch schon die Kritik, hier werden viele Arbeitsplätze auch neu entstehen. Und vor allem unsere ländlichen Regionen werden dadurch profitieren. Und wir werden auch weniger Energiequellen aus dem Ausland zu uns herein nach Österreich holen. Und vor allem, wir machen hier einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Und meine Damen und Herren, ich habe meine Rede hier begonnen mit dem Wort: Es ist eine außergewöhnliche Zeit. Aber außergewöhnliche Zeiten bringen auch oft außergewöhnliche Leistungen hervor. Nicht nur beim Kampf gegen das Coronavirus, auch beim Klimaschutz brauche es ein Zusammenarbeiten von allen, betont Andreas Kühberger von der ÖVP.